Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1984. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und vielleicht kennt ihr auch das Thema, dass man sich auf irgendetwas freut und danach ist man dann ganz enttäuscht, wenn man es hat. Sowas Ähnliches ist mir tatsächlich passiert. Und zwar seit Jahr und Tag habe ich einen wunderbaren Bodenstaubsauger. Und der hat eine gigantische Saugleistung. Der ist also von der Bedienbarkeit perfekt, finde ich. Besser kann ein Staubsauger eigentlich nicht sein. Vielleicht belehrt mich auch jemand eines Besseren. Auf jeden Fall handelt es sich um den VT270. Das ist ein Staubsauger der Firma Vorwerk. Den habe ich also lange benutzt. So ein Bodenstaubsauger, der rollt einem also hinterher. Dann ist so ein flexibles Rohr und daran ist dann ein starres Rohr, mit dem man saugt. Und am Griff sind alle Schalter, die man braucht. Die Bürste ist mit Motor, sodass die Bude wirklich sauber wird. Kurz und gut, alles, was man von einem Staubsauger will. Oder doch vielleicht nicht. Ja, er war schon immer ein bisschen groß und lässt sich nicht so gut verstauen, weil man ja immer noch dieses flexible Rohr irgendwo unterkriegen muss. Und dann kommt die Werbung, die einen beeinflusst. Alles geht leicht von der Hand, super easy, super schick und blödes Kabel braucht doch keiner mehr. Und heute mit Leichtigkeit gesaugt, bla bla bla. Es gibt nämlich einen Akkusauger der Firma Vorwerk. Und der ist auch tatsächlich nicht ganz günstig. Der kostet so um die 900 Euro, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall habe ich dieses Ding immer haben wollen, seit es den gibt. Hab dann überlegt, was machst du? Behältst du beide? Nee, du brauchst ja nicht zwei Staubsauger. Okay, versuchst ihn zu verkaufen. Und da kam mir dann eBay Kleinanzeigen genau recht. Ich habe ihn reingesetzt. Und wollte ihn natürlich zu einem guten Preis verkaufen, habe dann geschaut, was die anderen so verlangen, habe das Ding dann drin gehabt und dann kommen natürlich diese ganzen schrecklichen Meldungen. Die Leute, die wollen zum Teil dafür nur 200 Euro bezahlen. Wir reden hier über ein Gerät, was mit Zubehör locker über 1000 Euro kostet und wo ich dann sage, nee, dann behalte ich ihn lieber. Also bevor ich solchen Geizhälsen meinen Staubsauger verkaufe, da behalte ich ihn lieber. Aber er ist tatsächlich weggegangen. Und zwar zu dem Preis. Nach ein paar Diskussionen habe ich ihn dann losbekommen und davon, von dem Geld, habe ich den als Anzahlung genommen für meinen wunderbaren Traumstaubsauger. Der kam dann auch per Post, wie das nun in Corona-Zeiten so üblich ist, und war vom ersten Tag an echt eine Enttäuschung. Denn er hat eine lausige Saugleistung. Wirklich. Im Vergleich zu dem alten, kein Vergleich. Ich dachte nun, nachdem es ja von der Firma Dyson seit langem auch Sauger gibt, die mit Akkubetrieben ordentlich was wegsaugen können und Vorwerk ja das Vorzeigeunternehmen für Staubsauger ist, habe ich gedacht, das darf nicht wahr sein. Und seitdem, also nun seit einigen Wochen, sauge ich mit mehr oder weniger wenig Lust die Wohnung, weil das Ding mir einfach nicht genug Bums hat. Tja, dann habe ich überlegt, scheiße, deinen alten Sauger kriegst du jetzt wieder nicht zurück. Hab mich dann einfach mal bei eBay umgeschaut und heute tatsächlich ein unglaubliches Angebot gefunden. Den VT270 habe ich mir jetzt gebraucht von jemand anders, aber ich weiß ja, dass das ein super geiles Gerät ist und der unerschütterlich saugt und für einen Staubsauger einfach perfekt ist, habe ihn mir nun wieder geholt, denn ich habe zu Hause festgestellt, nicht nur, dass man mit einem Staubsauger staubsaugt, das macht man natürlich, aber man verwendet ihn dann doch noch für eine ganze Reihe weiterer Kleinigkeiten. Sei es, dass man von seinem Saugroboter den Container leer saugt. Ja, man kann ihn auch ausklopfen, aber das ist natürlich nicht so hygienisch und bei weitem auch nicht so sauber. Das ist der eine Punkt. Dann meldet sich so alle halbe Jahre der Wäschetrockner, wo der Flusenfilter ausgesaugt werden will. Auch dafür braucht man ordentlich Saugleistung. Und tausend weitere Sachen. Es fällt mal was hinter die Waschmaschine. Das holt man natürlich mit dem Staubsaugerschlauch wieder hervor, indem man das Objekt, was dahinter gefallen ist, ansaugt. All solche Kleinigkeiten. Dafür braucht man's. Die Moral von der Geschichte.
Auch wenn die Werbung noch so funkelt und alles so leicht und easy scheint, überlegt euch gut, was ihr alles sonst noch mit eurem Staubsauger anstellt und ob das ein Akkusauger im Jahr 2021 überhaupt schon leisten kann. Manchmal scheitert es schon am flexiblen Rohr, um das Katzenspielzeug unterm Sofa wieder hervorzukramen und. Tausend Sachen, die ich selber nicht bedacht hatte. Ich habe mein Lehrgeld bezahlt und wollte euch auch davor bewahren, dass euch Ähnliches passiert. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns ja morgen wieder. Euer Reiko. Mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.